Podcast, was ist das? Mein Name ist Pirmin Lehnherr. Man hört täglich am Radio, man könne Radiosendungen nachhören, also nochmals anhören, mit Podcast. Wo sind diese Podcasts und wie kann ich das bei mir einrichten? Ich habe hier ein Podcast-Programm, das heißt Beyond Pod, oder ich gehe mal auf den Play Store und suche nach einem Podcast-Programm. Also ich tippe hier ein Podcast, ich muss nicht einmal zu Ende schreiben, Podcast. Und es gibt viele Gratis-Programme, mit denen ich Radiosendungen herunterladen kann. Was heißt Podcast? Pod kommt von iPod. Das war so ein kleines Gerät, wo man Musikstücke aufnehmen konnte und mittragen konnte. Cast, das kommt von Broadcast, und Broadcast heißt übertragen, eben eine Radiosendung. Und das ist nun eine Kombination von iPod und Broadcast. Also ich kann Radiosendungen aufnehmen und mittragen. Also man könnte hier irgendeines installieren oder mein Programm holen. Das wäre dann Beyond Pod. Das hier. Und weil ich es ja bereits installiert habe, könnte ich es gerade öffnen oder hier bei mir öffnen. Wie läuft das? Hier sehe ich gerade, ich habe Echo der Zeit abonniert. Ich muss mich nie darum kümmern. Das aktuelle Echo der Zeit wird automatisch heruntergeladen über WLAN und ich kann hier die Radiosendung immer wieder anhören oder dann auch wieder löschen. Hier bei diesen drei Strichen sehe ich, welche Sendungen ich abonniert habe. Echo der Zeit, International, SRF4 und so weiter. Also ich kann hier jene Sendungen, aber nicht nur Schweizer Sendungen, sondern von der ganzen Welt kann ich Sendungen abonnieren. Wie kann ich eine Sendung abonnieren? Ich abonniere mal eine, ich gehe ganz nach unten und ich klicke hier auf Feed, also Futter dazufügen, Feed hinzufügen. Ich gehe mal auf die Suche und ich tippe hier ein Doppelpunkt und auf die Lupe, jawohl, suche danach. Und sofort kommen verschiedene Radiosendungen, die kann ich nun abonnieren. Ich sage doch, ich will hier diesen Doppelpunkt von SRF abonnieren. In welche Kategorie will ich die einfügen? Das ist bei mir Wissen. Solche Kategorien kann ich hier selber erstellen. Wissen. Und schon ist es dabei. Das heißt, wenn ich jetzt zurückgehe, ist hier beim Thema Wissen eine neue Sendung drin. Ich sehe das hier, Wissen, Doppelpunkt. Und wenn ich hier drauf gehe, hat es schon eine Sendung bereit. Es ist schon am Herunterladen der letzten Doppelpunkt-Sendung. Tja, und das geht rassig. Bei mir werden gerade die letzten 5 Doppelpunkt-Sendungen heruntergeladen. Ich sehe aber auch, diese Dateien sind ziemlich groß, also man muss das schon ein bisschen im Griff halten und nicht all diese Sendungen auf dem Nattel lassen und wenn man sie gehört hat, auch wieder löschen. Und jetzt kann ich eine Radiosendung hören, wann ich will. Zum Beispiel diese Sendung hier, ich starte diese Aufnahme mit einem Klick und sofort. Ja klar, ich höre jetzt diese Sendung. Ich pausiere die, ich kann die jederzeit wieder anhören, ich kann hier nach vorne spulen oder wieder rückwärts gehen und wenn dann eine Sendung zu Ende ist, dann wird sie grau markiert, die habe ich schon einmal angehört, ich kann sie nochmals anhören oder dann eben hier auf diese drei Punkte klicken, löschen aus meinen Episoden, dann wird auch wieder Speicherplatz freigegeben. Oder ich kann sie als Favorit festlegen, das war also eine gute Sendung, dann kriegt ihr ein Herz. Oder ich kann die Episode teilen und ich kann sie per WhatsApp jemandem schicken. Und so kann ich meine Lieblingsradiosendungen
dann hören, wann ich will und wo ich will, im Zug oder im Auto. Und ich kann sie auch immer wieder anhören. Und es gibt tatsächlich Radiosendungen, die sind so umwerfend gut, die höre ich mir immer wieder an. Das war's.